Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, ich habe jetzt herausgefunden, wie man dort hochgeht, also vermutlich. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber Theorie müsste funktionieren. Theoretisch. Also. Oh. Oh oh, oh oh. Puh, ja. So kommt man hier hoch. Ganz merkwürdiger Weg. Aber ein ganz wichtiger, sonst kriegt man diese verirrte Fee. Und ja, es ist eine Fee, keine Hilfe. Und ich habe keine Energie. Oder beinahe keine mehr. Au, ja, das tut bestimmt weh. Energie. So. Au. Also wir müssen zuerst oben rein. Wo ist oben? Hier oben. So. Au. Dann hier. Von hier aus, hier rüber. Oh. Sag ja hier rüber. Und vor hier drüben. Auf diese Eisklotz hier. Der zufälligerweise plötzlich entstanden ist. Auf diesen hier. Sicherheitshalber mache ich noch einen. Nein, zuerst schieße ich noch daneben. Dann mache ich einen. Und jetzt kommt man hier hoch. So. Jetzt, man muss dort hauen. Hier ist so ein blöder Gegner, den man schnell umtöten kann. Scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Nein, was? Scherz, Scherz, Scherz. Alles noch easy. Alles noch easy. Ganz easy. Den. Eiklotz machen. Yeah. Ich bin ja Eiklotz. Glitch. Also er rutscht nicht. Ich dachte, der rutscht doch die ganze Zeit Fläche durch. Jetzt auch weh, du schmilzt. Scheiße! Seite, diese Seite. Oh, und er ist wieder aufgewacht. Ich weiß ja nicht, wie das gehen soll, wenn man eingefroren ist, dass man dann noch lebt. Wie es aussieht, tut man das. So, soll ich hier bestimmt noch irgendwo ein bisschen Energie oder so, irgendetwas. Keine Bombe. Ach, egal. Weiter geht's. Sehen, ob ich diese Dixie-Hände einfach ignorieren kann. Und ich habe eine Idee. So kommt man doch hier schnell durch. Einfach ein bisschen Energie verschwenden. Sind noch alle schon tot. Und Sprung! So, ich komme nach dem dort. Hoffe ich hatte noch ein bisschen Energie. Ja, muss ja fast. Ich
Dann brauche ich einen Feuerpfeil. Komischerweise bleibt dieses Eis hier. Oder normales Eis verschwindet, ob das hier bleibt. Ach, ich brauche Eispfeile. Ach, der Frosch, kennt ihr den noch? In Teil 2 gab es keinen, also im zweiten Tempel. So, und jetzt, oh mein Gott, der geht hier hoch. Und er schwimmt auch nicht weg. In diesem Glitter. Und den muss man einfrieren, ein bisschen weggehen, damit er nicht kleiner Feind fällt. Und dann dem hier weiter folgen. Und einfach abschießen. Geht wieder hoch und dort wieder holt. Mann, einfach ein bisschen. Ich glaube, dreimal. Oh, nein! Ja, und wenn er euch trifft, dann prügelt er euch einfach windelweich. Und man fliegt. Und tot. Das andere Schwert wäre vermutlich noch nicht tot. Ja, etwas, was ich noch sagen kann, ich werde vermutlich alle Masken holen, aber nicht alle Herzteile. Denn ich kenne nicht mal die Varianten, die man alle holt. Also gut, jetzt könnte man auch den anderen Weg nehmen, aber ich nehme diesen Weg hier. Einfach wieder zurück zum Start. Denn wir haben jetzt alle unterwegs die roten aktiviert. Jetzt kommt nur noch der letzte. Ja, okay. Es gibt noch Feen, die nervig werden könnten. Nein, zuerst den roten aktivieren. Und du haust mir nicht ab. So, ich brauche noch den Interrocken. Ja. Ach ja, und hier eigentlich kann man hier ganz einfach an die vorbeigehen, indem man einfach hier an der Wand entlang. Im Gegensatz zu dem hier. Der ist nerviger. Und wer schafft es wieder mal nicht? Hier. So, und noch einmal again. Ich lose mal wieder ein bisschen. Müsstet ihr aber langsam von mir kennen. So. Mhm. Ist nämlich schön, dass ich drauf lande. Yay. Und jetzt, was passiert jetzt wohl? Es geht der rote an und es kommt zum Stillstand. Scheiße. Jetzt bewegen diese sich nicht mehr und kann ich nirgendwo mehr hin. Also machen wir. Probieren wir doch diesen mal hier ein bisschen aus.
Das ist schon fast logisch, was passiert. Außer ihr seid so dumm wie Hundescheiße, keine Ahnung. Ich weiß gerade kein Beispiel. Ja, der hält an und der andere dreht sich auf die andere Seite. Ist ja nice, oder? Oh, und jetzt muss ich sehr die Orientierung finden. Und gerade bemerken, dass der Lift vor sich gerade abfährt. Was sehr, sehr schlecht ist. Wenn man jetzt so lange warten muss. Waiting for better time. Er macht ein bisschen Dancing. Dancing. Wow. Dancing. Wow, ich hab schon gedacht, dass der hier gekommen wäre. Und Sprung! Ja, er ist gesprungen. Ich dachte gerade, er springt jetzt wieder mal hoch. So, und jetzt dieser Raum hier. Ich sollte jetzt noch zwei Feen geben, die ich irgendwie nicht gefunden habe. Was war hier drin? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls keine Feen. Hinten irgendwo muss noch eine sein. Also jetzt du erstmal. Ach so. Nee, war nur ein bisschen Licht. Geht immer ganz runter. Aber noch nicht nirgendwo rein. Ich will es mal sehen. Diesen hier habe ich. Hey, du. Dingens hier. Wo könnte ich noch irgendetwas haben? Ich weiß es nicht. Denn sonst wäre ich hier nicht so dumm und suche überall nach. Ja, das keine Kisten. Jetzt müsste aber hier irgendwo etwas haben. Oder ist die Karte falsch? Nö, die Karte ist richtig. Merkwürdig. Oh, bist du dort hinein gewesen? Also mal, hier oben hat es einen, sagt es. Hab hier einen gehabt, ich weiß es gar nicht mehr. Also das mal überprüfen, ob es überhaupt noch Feen gibt. In diesem Raum gerade. Wäre viel blöd, wenn ich nicht. Oh, scheiße. Alles umsonst. Also jetzt zuerst auch muss ich nicht zu unterst, sondern nur zu zweit unterst. Also hier oben, wo ist es? Hier rein. So, und jetzt kommt diese blöde Hand, die uns nicht erwischen, was sehr gut ist. Und hier kommen jetzt. Wow. Ganz nervige Fische und ich fotografiere schnell auf dem Wasser. Also gut. Ja, ich kann mich da aus ein bisschen, aber ich bin nicht gerade überlegen, ob ich hier. Also. 2 Orten hat es etwas. Einmal hier und einmal irgendwo das hinten in einem anderen Ort. Auch dort hinten, da und dort hinten hat es irgendwo eine Kiste.
auch aber keine. Okay. Bisschen blöde. Mal gut schauen. Hinten sollte jetzt eine Kiste haben. Sehe keine. Haben wir gerade studiert, wie das wohl geht, wie man hier hochkommt. Aber das seht ihr dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.